Hallo YouTube, schön, dass ihr da seid zu einer weiteren Folge Adventskalender 2022, Türchen Nummer 16. Genau, so, Moment, also, Folgendes ist ja passiert, wir haben zwei Bänke, die wir anbauen können und wir wollten ja von euch wissen, in den Kommentaren, welche Bank wir nehmen sollen. So, einmal die Nummer 13. Oder die Nummer 14. Genau, da wir uns jetzt aktuell gerade auch bei der Aufnahme, Entschuldigung, im Livestream befinden, haben alle Zuschauer, die im Livestream sind, jetzt nochmal die Möglichkeit zu sagen, welche Bank wir nehmen sollen. Das Ganze startet ab jetzt für genau 3 Minuten. Und in der Zwischenzeit geht der Luca einmal bitte das nächste Teil runter. Und was ist da jetzt runtergefallen? Keine Ahnung. Irgendwas ist gefallen. Ich habe doch gerade was gehört. Ach, hier hinter mir. Ha, hab schon. Oh, das ist nicht gut. So. Schmeißen wir rein. So. Okay, wir haben die Nummer 16. Komm her, wieder auf den Schuss. Ich hatte die Federbrechen. Schon wieder Fingerbrechen angesagt hier? Ja, Kieferbrechen kriege ich auf. Meinst du, das schaffst du? Wie gesagt, also haut mal bei der Umfrage raus, welche Bank ihr haben wollt. Wir haben einmal die. Und wir haben einmal die. Die finde ich ja persönlich noch am schönsten. Aber das ist meine Meinung. Wir bauen das dran, was ihr sagt. So, eine Meinung weiß ich schon. Die sitzt nicht unweit von mir. Eine andere Meinung weiß ich auch schon. Die sitzt auch nicht unweit von mir. Und jetzt seid ihr noch gefragt und ihr habt noch genau 1 Minute 20, um abzustimmen. Also wenn ihr nicht abstimmt, dann machen wir einfach nichts. Dann machen wir was, und zwar das, was ich will. Denn es ist ja mein Traktor. Oder die stimmt, dann macht viel. Wenn die Community jetzt sagt, da machen wir für mich was. Was sagt, dann stimmen wir das ab, was die Community sagt. Oder für mich. Nur. Doch. So. Oh. Ich glaube, wir haben noch eine Entscheidung heute zu treffen. Und zwar, die Entscheidung, nehmen wir einen gepolsterten Sitz oder nicht. Wahnsinn. Also heute kommt wieder alles auf einmal. Also, machen wir gleich auch eine Abstimmung für. Zack. Sobald die Abstimmung vorbei ist, hauen wir die nächste Abstimmung auch nochmal raus. Und dann geht's in die nächste Abstimmung, gepolsterter Sitz oder nicht. So. Und dann aber auch nur wirklich der Livestream. Weil das macht keinen Sinn, wenn ihr danach noch alles unten runter tragt. Von daher. So. Der Livestream hat nicht abgestimmt. Das heißt, meine Freunde, wir machen das, was ich jetzt möchte. Und ich möchte diese Bank haben. Aber ich habe ja gesagt, wir machen eine weitere. Und zwar machen wir Folgendes. Welchen Sitz sollen wir verbauen? So, Option 1. So, Moment.
Mit Polster. Polster. Mit. Oder? Ohne. Polster. Eins dabei ist aber zu beachten, ne, meine Freunde. So viel muss ganz klar sein. Mich? Ohne Polster gibt den ganz schön kalten Hintern. Mit Polster machen wir das, was ich mache. So, wenn ihr jetzt nicht abstimmt, entscheidet der Luca, ob wir mit oder ohne Polster machen. Einverstanden? Dann machen wir ne. Doch, du, pass auf, wenn da jetzt kein Ergebnis bei rumkommt und die auch nicht abstimmen, entscheidest du, ob wir mit Polster machen oder ohne Polster. Ne. Wieso? Ja, ist doch eine coole Idee. Ja. Der Papa entscheidet, du entscheidest. Und das alles hier, jetzt im Livestream, in dieser Folge, Folge Nummer 16. Zieht euch das rein. Wahnsinn! Das ist der reinste Wahnsinn, ist das! Ja! Also, wir starten mit der Umfrage. C. Und zwar. Stark. Genau. Jetzt. Jetzt! So. Also. Ausrufezeichen Vote. Und dann die ID. 0 mit Polster, 1 ohne Polster. Haut's in den Chat. Gibt's uns. Sagt, was ihr wollt. Und dann verbauen wir das. Wenn nicht, verbaut der Luca. Oder doch, da machen wir, was ich möchte. Na, wenn die abstimmen, machen wir das, was die Community sagt. Wenn die nicht abstimmen und da bei beiden gleich 0 steht, entscheidest du alleine, auch nicht der Papa, was wir verbauen werden. Du entscheidest das ganz alleine. Also, Leute, ihr habt es in der Hand, ne? Entscheidet der Luca oder entscheidet ihr? Naja, ihr entscheidet jetzt drei Sachen. Luca oder Polster oder ohne Polster. So, ganz einfach. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wie ihr jetzt entscheidet. Eins, bitte eins. Eins ist mit Polster. Oder gar null. Oder gar nicht. Dann entscheidest du. Dann darfst du aussuchen. Null, mit Polster null. Oder. Null. Wenn die gar nichts machen, bist, darfst du entscheiden. So, ihr habt noch eine Minute 30 zum Abstimmen. Und ich glaube, das läuft wieder darauf hinaus, dass du das dieses Mal entscheiden darfst. Und die Zeit ist gleich um. Eine Minute jetzt gleich noch. Und die Stimme so. Ist weg. Na, jetzt ist es genau eine Minute, die jetzt noch läuft. Ihr seid in der letzten Minute. Ich sehe 110. Nein, Minute. So, wir sind bei 50 Sekunden. Wir sind bei 50 Sekunden noch. Ihr habt noch, na, 45 Sekunden jetzt noch Zeit, abzustimmen. Mit Polster, ohne Polster oder gar nichts zu sagen. Ja. Gar nichts, dann entscheidet Luca. Und ich habe so einen Verdacht. Ich habe den Verdacht. Was? Dass die Leute für dich entscheiden. Dass du entscheiden sollst. Und ich glaube, das ist echt mal cool. Der Luca entscheidet, ob wir einen kalten Hintern kriegen oder nicht. Der Luca entscheidet gleich, ob wir einen kalten Hintern kriegen oder nicht. So, ihr habt jetzt noch genau 10 Sekunden. Ja. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Das Voting ist vorbei. Ihr könnt nicht mehr abstimmen. Jetzt ist die Entscheidung gefallen. Und die Entscheidung lautet, Luca darf entscheiden, ob wir einen kalten Popo bekommen im Winter oder ob der bequem wird, der Sitz. Also Luca, wie entscheidest du dich? Kalten Popo oder warmen Popo? Kalten Popo.
Dein Ernst? Ja. Dann kriegen wir jetzt einen kalten Popo auf dem Fan. Wenn du sagst kalten Popo, ja, dann machen wir einen kalten Popo. Ja, ich hab euch veräppelt. Er hat uns veräppelt. Also machen wir einen warmen Popo mit Polster. Gut, dann würde ich sagen, wir schieben uns jetzt hier erstmal die Sachen beiseite. Was brauchen wir? Wir brauchen 0. Die 13. Und die? Und die 15. Und die 14. Nein, die 14 brauchen wir nicht, denn für die 14 wurde nicht abgestimmt. Und der Papa hat sich für die 13 entschieden. So, wir brauchen unseren Schlepper. Bei dem, da müssen wir es jetzt gleich dran bauen. Anleitung. Ein bisschen vorsichtig. Gär, bitte, mein Schatz. Das mache ich. Und ja, aber wir müssen erstmal noch ein bisschen Platz machen, oder? Ja, ich suche schon mal die. So. Also geht's weiter. Das, wir müssen jetzt erstmal hier hin. Beziehungsweise auf die Seite müssen wir. Oha. Und wir müssen das ja anbauen. Korrekt? Ja. So. Und jedenfalls sind wir fertig. Kannst du den Finger da? Irgendwann sind wir dann fertig. Und zwar zu Heiligabend. Dann ist wieder Ende und dann heißt es wieder ein Jahr warten. Bis zum 1.12., bis wir einen weiteren Adventskalender machen. So, das heißt, wir bauen jetzt erstmal die beiden Dinger hier so dran. Aber erstmal. Nein, wir bauen jetzt das dran. Okay. Und dann geht's weiter. So, also, die Reifen machen wir mal, stellen wir mal gerade. So. Die Bank. Wo kommt die Bank jetzt hin? Ich verstehe es noch nicht so ganz. Du siehst mich gleich um. Ah, ich glaube, jetzt weiß ich wo. Ach, bei Leuten. So, das ist wieder die Bank. Hä? Wie soll das denn da reingehen? Da muss ich das jetzt höher machen. Das geht. Und Papa? Ich werde jetzt, du spielst mit die, oder? Nein, mit dem Traktor wird gar nicht gespielt. Das weiß ich gar nicht. So? Weiß ich nicht. Meintest du nicht? Was meintest du denn? Oder wir beide spielen. Meinst du? Ja. Ja, wir gucken mal, ob du gleich noch Lust hast zu spielen oder ob du lieber Switch spielen willst. Nee, so, ich will. Guck mal. Ich will. So, da ist er. Also es wird immer mehr zum Schlepper, zum Fendt. Ich liebe das Teil jetzt schon. Ich auch. So, jetzt heißt es. Eine Nummer weiter. 17. Wir müssen jetzt ein bisschen schnipsen. Darf ich auch gerade machen. Und was hast du gesagt? Was machen wir denn jetzt? Mit oder ohne? Und mit. Also mit. Ja. Gut, dann brauchen wir hier den schwarzen. Den macht der Papa da ab. Denn das Lenkrad, okay. Einmal drehen. So rum, genau. Sehr gut. Mit. Und jetzt brauchen wir noch den hier. Ohne. Den anderen kannst du dann an die Seite tun, okay? Das war easy. So, in der Zwischenzeit macht der Papa mal das Lenkrad ab. Und ich? So, jetzt muss ich mal was gucken. Okay, das ist halt dann nicht dran. Was ist? Den brauchen wir nicht, genau. Hast du da alles ab? Okay, dann drück die beiden mal zusammen. Dafür
zu spielen. Aber alleine. Was hast du? Ich habe Lust, alleine zu spielen. Du hast Lust, alleine zu spielen? Ja. Ehrlich? Ja. Er ist das Helm. Warte, was ich jetzt. Warte, was ich spiele. Das musst du aber erraten. Papa. Ja, muss ich das? Ja. So, und das alle. Kommt jetzt. Ja, alle muss. Ja, was ich spiele. Sollen wir Luca gleich mal spielen lassen? Aber du musst mit denen auch sprechen, ne? Und dich nicht hier so aufregen. So. Oder wir fallen. Guckt mal. Wir haben das Lenkrad und den Sitz dran. Sieht er nicht cool aus? Doch, nein, doch. Weil ich find das Teil ja jetzt schon das mega cool, ne? Aber Müll. Ja, dann leg den mal dahin, den Müll. So. Ich finde ihn ja jetzt schon mega cool, obwohl da noch echt einiges fehlt. Und einiges jetzt auch demnächst noch kommen wird. Wir haben nicht mehr lange. Wir sind jetzt bei 16. 24, dann ist Weihnachten. 24. dann ist Weihnachten. Heißt, wie viele Tage haben wir noch? 16. Bis 24 sind 10 mal. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 8 Tage noch. Bis Weihnachten. Hast du das überhaupt verdient? Bis Heiligabend. Genau, 8 Tage noch bis Heiligabend. Das ist doch crazy. Und dann ist das Jahr auch schon fast wieder rum. Dann dauert es nicht mehr lange, bis draußen die Silvesterraketen steigen und dann startet das Jahr wieder neu. Einmal Reset und das Jahr fängt wieder von vorne an. So, meine Lieben, ich habe genug gequatscht. Jetzt gibt es für diese Folge nur noch eins zu sagen. Eine Kleinigkeit und die übernimmt wie immer Ludwig. Der Maestro, The Red Ninja. Ninja, Ludwig. Maestro, Master of the Disaster. Luther. Mein kleiner Frechdachs. Ich setze dich jetzt aus. Sag ja, mein Frechdachs. Lukikowski. Und zwar jetzt. Abonnieren. Titti Totte, Tatte noch deine Videos mal verpassen. So sieht's aus. Und von daher, wir verabschieden uns von euch, wünschen euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns morgen zu einer weiteren Folge wieder, wenn es heißt Adventskalender 2022, Türchen Nummer 17. Tschüss! Euer Beute und Luca. Rino.